Also Rachel, hilf mir bitte rauszufinden, was passiert ist. Ich brauche deine Hilfe. Was zum Teufel ist da unten los? Die Toten sind meine Patienten. Ich behandle sie mit Respekt. Aber müssen Sie mit ihnen reden? Sie sollten ab und zu auch mal einen lebendigen Menschen berühren. Ich denke mehr darüber nach, wieso die Menschen sterben. Das ist alles. Mike Webster hat seine Familie verlassen, ist ins finanzielle Chaos gestürzt und in die Obdachlosigkeit. Die ganze Stadt war arbeitslos. Dieser Mann hat uns Hoffnung geschenkt, als es keine mehr gab. Der Herzstillstand ist vielleicht die Todesart, aber nicht die Todesursache. Mike, alleine schaffe ich das nicht. Ich muss der Welt erzählen, was mit dir passiert ist. Mein Gott. Ich glaube, ich habe eine Krankheit gefunden, die niemand vorher entdeckt hat. Sie benutzen Ihren Kopf als Waffe. Sie müssen weitermachen. Damit ich weitermachen kann, muss es weitere Tote geben. Bedauerlicherweise gibt es sie schon. Familien werden zerstört, jetzt und hier. Omalu ist damit an die Presse gegangen. Das ist der Aufmacher der New York Times. Wenn ich weiter darüber spreche, könnten die Dinge sehr schwierig werden. Niemand würde es Ihnen verübeln, wenn Sie jetzt Schluss machen. Hier macht niemand Schluss. Was im Moment geschieht, was die gerade mit Ihnen machen, das ist gar nichts. Hören Sie auf, sonst macht man bald Ihre Autopsie, Mr. Omalu. Dr. Omalu. Sie führen Krieg gegen eines der größten Unternehmen der Welt. Wenn Sie meine Arbeit weiterhin leugnen, werden Ihre Männer weiterhin sterben. Erkläre Ihnen, was wirklich passiert. Sagen Sie die Wahrheit. Sagen Sie die Wahrheit. Ich denke, Sie werden ein amerikanischer Held. Ich bin ja nicht mal Amerikaner. Das ist sogar noch besser.